Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Es gibt Orte in Berlin, die überhaupt nicht nach Berlin aussehen. Und zwar ist die Britzer Mühle so ein Ort, Herr Schilhanek, und deshalb heißt sie auch Holländermühle, weil es aussieht wie in Holland. Ja, ganz genau. Dieser Mühlen, den gibt es hauptsächlich in Holland. Eigentlich ist es eine Kappenwindmühle, weil auf dem feststehenden Gebäude obendrauf sich die Kappe dreht. Und bei uns sieht man das ganz schön. Wir haben hinten eine Windrose drauf. Die dreht die Kappe immer so, dass der Wind ganz genau von vorne kommt. Und so hat der Müller damit eben keine Arbeit. Es geht alles von alleine. Im Gegensatz zur Bockwindmühle? Im Gegensatz zur Bockwindmühle. Die meisten Bockwindmühlen haben einen langen Balken, einen Stiert, mit dem das ganze Gebäude auf einem Holzbock gedreht wird. Hier dieses Gebäude wäre ein bisschen schwer zu drehen, allein die Kappe wiegt schon über 20 Tonnen. Und um diese Last zu bewegen, muss sich die Windrose schon ungefähr 4400 Mal drehen, damit die Kappe einmal um sich selbst gedreht wird. Wie groß ist die Mühle? Die Mühle ist circa 20 Meter hoch. Die Flügeldurchmesser sind 25 Meter von Spitze zu Spitze. Und vielleicht kann man es sehen, man kann es sehen, ja, von hier aus auch. Wir haben Jalousieklappen in den Flügeln, die sich selbst regulieren. Das heißt, wenn der Wind sehr stark weht, wenn es böig ist, dann gehen die von alleine auf. Und wenn die Böe nachlässt, gehen sie von allein wieder zu. Und damit reguliert sich die Umdrehung der Flügel schon ganz von selbst. So, Herr Schilhanek, wir gehen jetzt mal ein paar hundert Jahre zurück. Ich bin der Bauer, komme mit meinem Wagen voll Körnern hier bei Ihnen an. Und wie geht's dann weiter? Ja, also vor 150 Jahren ist der Bauer hier mit seinem Pferdewagen angekommen und hat hier seine Säcke abgeladen. Damals hat man noch Textilsäcke gehabt, die fassten so 75 bis 100 Kilo, also waren ordentlich schwer. Und da drin war das Getreide, das musste irgendwie nach oben gebracht werden. Diese Britzer Mühle hatte früher einen Aufzug, also einen Fahrstuhl, mit dem man tatsächlich die Säcke nach oben transportieren konnte. Manchmal hat sich der Müller verbotenerweise mit nach oben transportiert. Warum verboten? Naja, aus Arbeitssicherheitsgründen darf man das nicht. Das wusste man damals schon, dass es gefährlich ist. Aber naja, was verboten ist, das macht uns ja gerade scharf. Wir haben ja in dieser langen Geschichte dieser Britzer Mühle, ist ja die im Zweiten Weltkrieg ziemlich kaputt gegangen durch einen Bombenabwurf. Das heißt, oben war alles kaputt und irgendwann musste sie dann saniert werden. Kommen wir vielleicht später noch mal ein bisschen drauf. Und da konnte man den Fahrstuhl nicht mehr einbauen, sondern hatte den Sackaufzug. Und der Sackaufzug ist eine vom Wind angetriebene hölzerne Welle, die ein Seil aufwickelt, nämlich dieses hier. Mit einem Ballastsack unten dran. Bis wohin geht das jetzt? Die geht bis fast nach ganz oben. Also vier Etagen geht die hoch. Und hier haben wir das passende Steuerseil. Hier steht zwar bitte nicht am Seil ziehen. Aber wir haben schon gehört, was verboten ist. Das macht uns gerade scharf. Und weil eben doch immer wieder irgendein Töffel an diesem Seil zieht, haben wir oben eine Töffelsicherung eingebaut. Meistens sind es übrigens die Väter, passiert ja nichts. Ich habe jetzt mal die Töffelsicherung rausgenommen und will mal zeigen, was passiert, wenn ich an dem Seil ziehe. Die Flügel drehen ja ganz lustig heute. Und wenn ich jetzt hier dran ziehe, setzt sich das Seil in Bewegung und zieht meinen Sack nach oben durch die Falltüren hindurch. Und diese Falltüren sind einfach zwei Klappen, die von alleine wieder zufallen, wenn der Sack durch ist, macht ein bisschen Krach, hätte ich vorher sagen sollen. Genau. Und wenn das also viermal geknallt hat, dann weiß der Müller, jetzt ist mein Sack oben. Das, ja. So. Und es gibt ja auch ein richtiges. Ich lasse mich jetzt auf dem zweiten Boden liegen, ja. Und Sie haben ja noch ein richtiges Tor. Ist man da bis ran oder sogar noch weiter reingefahren? Ja, das kam darauf an, wie groß das Pferdefuhrwerk war. Aber es reichte aus, wenn man bis vorne ranfuhr, weil hier ungefähr in der Gegend war auch der Fahrstuhl eingebaut. Ja. Ja, hier kann man noch mal sehen, wie so eine Mühle aufgebaut ist.
Ganz genau. Wir haben hier einen Schnitt durch unsere Britzer Mühle. Wir stehen jetzt gerade hier unten in der Anlieferungshalle. Und eine Etage höher ist der Galerieboden. Galerieboden deshalb, weil dieser Balkon, der rings um die Mühle herumläuft, Galerie genannt wird. Deshalb sagt man auch Galerie Holländer Windmühle. Und übrigens, wir haben hier 12 Kanten, was sehr selten ist. Deshalb sagt man auch, also im Gebäude, 12 Kanten. Und deshalb sagt man auch 12-Kant-Galerie Holländer Windmühle. Und wenn Sie Henkermännchen spielen mit dem Begriff, sind Sie unschlagbar. Ich garantiere es. Hier kommt man also auf die Galerie raus, damit man an jeder Stelle, in der sich die Flügel befinden, dreht sich mit der Kappe immer das Bremsseil und die Regulierungskette für die Jalousieklappen mit. Und wenn sich das jetzt dreht und sagen wir mal jetzt von West auf Nord, dann drehen sich natürlich auch das Bremsseil und alles mit, sodass der Müller an jeder Stelle in der Lage sein muss, zu bremsen und diese Jalousieklappen eben zu bedienen. Diese Kappe kann man einmal im Kreis herum, ja, also 360 Grad. Also wenn der Wind sich so dreht, also wenn die Windrichtung so wechseln, kann der ständig in eine Richtung rumgehen. Wie gesagt, das macht alles die Windrose, die da hinten drauf ist. Und die braucht ca. 4400 Umdrehungen für eine Umdrehung der Kappe. Na, sonst könnte man die über 20 Tonnen ja auch kaum bewegen. Aber hier oberhalb der Galerie gibt es auch noch interessante Namen. Absackboden, Steinboden, Hebeboden. Ja, genau. Absackboden, da wurde das Mehl in die Säcke gefüllt, also da hat der Müller nicht immer seinen Absacker getrunken. Der Steinboden, hier sind die Mühlsteine untergebracht. Früher gab es in dieser Mühle 4 Mahlgänge, jetzt haben wir noch 2, die natürlich auch noch ordentlich funktionieren. Wir sind ja hier ein voll funktionsfähiges technisches Denkmal. Hier oben, der nächste Boden ist der Hebeboden. Da ist unser Sackaufzug eingebaut. Den gucken wir uns gleich auch nochmal oben an. Und wir haben hier auch eine Werkstatt. Und zum Schluss kommt der Kappboden. Der Kappboden heißt, hier ist das Gebäude zu Ende. Dann haben wir einen Rollenwagen. Und obendrauf liegt ganz lose mit ihrem mächtigen Gewicht die Kappe und dreht sich auf diesem Rollenwagen. So, Rollen, ja, auf Rädern. Genau, das sind so 32 Stahlrollen. Und damit sich dieser Rollenwagen mit der Kappe nicht gegenseitig beim Drehen verschiebt, haben wir an jedem der 12 Eckstiele 2 übereinanderliegende horizontale Rollen, die die beiden Geschichten, also die Kappe und den Rollenwagen, übereinander halten. Ja, auf diese Galerie darf man normalerweise nicht drauf als Besucher, weil man eventuell eine gewischt kriegen könnte, wenn der Wind sich dreht. Oh ja, also wenn man jetzt hier in die Gegend der Flügel kommt, das ist dann doch schon lebensgefährlich. Bei 16 Umdrehungen haben wir hier an der Spitze 75,8 km/h, also das ist schon ganz ordentlich. Diese 16 Umdrehungen haben wir aber erst so bei Windstärke 8, wenn es frei läuft, also wenn kein Mahlgang angeschlossen ist. Ja, hier auf der Galerie habe ich mein Bremsseil, mit dem ich die Flügel bremsen kann. Und das muss ich auch immer machen, wenn Gefahr im Verzuge ist, wenn ich irgendwas oben einstellen muss. Und natürlich, wenn ich die Mühle verlasse, wenn ich Feierabend mache, dann muss hier alles abgesichert sein. Und dazu rucke ich hier mal an dem Seil und das ganze Bremsen passiert oben in der Kappe. Das gucken wir uns gleich mal an, wo die Bremse ist. So, mache ich schön langsam, weil wir ja ein bisschen Wind haben. So. Und jetzt stehen die Flügel. Und wenn ich jetzt Feierabend mache, dann muss ich natürlich auch noch die Jalousieklappen aufmachen. Und das mache ich hier drüben an den Ketten und ziehe jetzt mal hier an dieser Kette. Und dann gehen die Jalousieklappen auf und nehmen natürlich einen Wahnsinnswinddruck von den Flügeln. Und das wird nachher oben in der Kappe alles gesichert und dann kann ich in Ruhe nach Hause gehen und Mittagessen oder was auch immer. Hier ist dann alles im sicheren Bereich. Herr Schill-Hanek, und hier sieht man aber auch noch, wie die Mühle verkleidet ist. Ja, das sind hier Eichenholzschindeln. Die sind vor über 30 Jahren dran gemacht worden im Zuge der Sanierung dieser Mühle. Die geben jetzt so langsam nach. Die werden also durch die Witterung weich
und ein bisschen spröde. Irgendwann demnächst, in den nächsten Jahren, muss hier mal was neu gemacht werden. Schauen wir mal. Die Mühle gehört Grün Berlin. Und Grün Berlin ist ja eine ganz große Institution, die die Parks und Gärten, unter anderem auch das Tempelhofer Feld, unter sich hat. Und ja, die müssen gucken, dass sie im Budget hier so ein bisschen ein paar Euro, naja, ein paar mehr Euro dafür irgendwann demnächst sicherstellen. Aber hat es auch einen besonderen Vorteil mit diesen Schindeln oder ist es einfach, weil es schön aussieht? Nee, das ist nicht nur, weil es schön aussieht, sondern früher waren die Schindeln die preiswerte Alternative zu allen möglichen Geschichten. Es gibt ja noch diese alten Mühlen, die rätgedeckt sind. Da kommt es aber dann auch immer auf die Gegend an, auf die Traditionen und so weiter. Diese Verschindelung war für unsere Region hier eigentlich eher typisch. Und da kann man ganz unterschiedliche Holzarten nehmen. Hier ist dann eben die Eiche verwendet worden. Eine Verschindelung und keine Verschandelung. Es ist keine Verschandelung, das stimmt. Ja. Ja, wunderschöner Blick durch die geöffneten Jalousien. Ja, hier sind wir vorne hinter dem Flügel. Die Flügel sind gebremst, alles ist sicher. Wir brauchen hier keine Angst haben. Sie sehen, diese Jalousieklappen sind ganz dünn. Das ist 3,5 mm dickes Lärchenholz. Die sind also sehr leicht und werden nicht gestrichen, weil dieses Lärchenholz so eine Eigenart hat, durch die Bewitterung einen eigenen biologischen Holzschutz zu produzieren. Sie sehen, alles andere ist schwarz gestrichen, diese Lärchenholzplättchen eben nicht. Ich glaube, ich habe es vorhin schon kurz gesagt, 75,8 km/h kriegen wir bei 16 Umdrehungen. Und da die Lärchenholzblättchen hier aufgenagelt sind, müssen wir natürlich aufpassen, dass die bei den immer sich weiter erhöhenden Fliehkräften, je schneller das dreht, nicht wegfliegen. Dann werden die Flügel kaputt und wenn sowas jemand vor den Kopf kriegt, wäre es natürlich auch entsprechend blöd. Also wir bremsen circa bei 16 Umdrehungen und dann sind wir immer auf der sicheren Seite. Dass es keine Sturmschäden gibt. Dass keine Sturmschäden gibt und ja, dass eben Menschen von umherfliegenden Mühlenbestandteilen eben nicht getroffen werden. Dann gibt es ja hier aber auch noch so ein Brett, was Sie da rein und raus machen können. Das habe ich Ihnen vorhin gezeigt. Das ist unser Sturmbrett. Ich komme mal auf die andere Seite. Ich habe hier hinten so eine Eschenholzfeder dran. Die brauche ich bloß rauszuziehen. Und dann ziehe ich mein Sturmbrett runter und kann es hier rausnehmen. Und Sie sehen schon, was sich da für ein mächtiges Loch im Flügel bildet. Da kriege ich einen erheblichen Winddruck von meinem Flügel runter. Also wenn jetzt stärkere Windstärken angesagt sind, wenn Sturm kommt, vor allem wenn Orkan kommt, dann machen wir die Dinger raus. Oder wenn wir längere Zeit eben nicht hier sind, zum Beispiel über den Winter, da ist nicht mehr jeden Tag jemand hier an der Brötzermühle. Mhm. Und hat es auch wirklich sich bewährt oder gab es tatsächlich dann doch mal Sturmschäden? Nee, es gab hier insofern überhaupt noch keine Sturmschäden, weil wir passen sehr gut auf unsere Mühle auf. Das ist eigentlich, die ist eine ganz stabile alte Tante hier.